Das ist einer der schlechtesten Burger meines Lebens, wenn nicht sogar der schlechteste Burger meines Lebens. Da müsste ich in den Antakten meiner Videos gucken, ob es da einen schlechteren gibt. Ich glaube nicht. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ohne nachzudenken, mal wieder hier. Wir machen heute was, was mir eigentlich gar nicht so gut zu Gesicht steht. Wir werden Fastfood-Neuheiten testen. Dafür Kuss geht raus an den guten Wing Dodo. Ich habe sein Video gesehen, ich wollte einfach genau das gleiche machen. Weil ich fand das Video geil. Check Wing Dodo aus, er hat ein geiles Video gemacht. Generell geilen Food-Content. Wir checken heute die Food-Neuheiten bei McDonald's, bei Burger King und bei Subway ab. Unter anderem so ein tierisch teurer Burger um die 10 Euro. Eine Cheese-Soße, dann so ein Patty-Melt-Cheese-Steak oder sowas bei Subway. Wir machen einen Vergleich. Wir gucken einfach, wo es die geilsten Fastfood-Neuheiten gibt. Und ja, wir legen los. Ich fahre ganz auf Fastfood-Style einfach in McDrive rein. Wir machen uns das ganz einfach heute. Da merkst du, die Leute sind echt unglücklich im Leben. Die sind echt, der Typ ist nicht mehr im Auto, im LKW. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und meine Aufnahme gemacht. Und labert er mich voll. Warum fährst du nicht einen Meter vor? Warum fährst du? Du bist doch nicht mehr im Auto, sag ich. Du bist doch nicht mehr im Auto. Ich bin doch weg, sobald du losfährst. So richtig auf zornig auch, ne? Also, da muss man echt geschmeidig bleiben. So, wir testen jetzt McDonald's. Mächtige Feinheiten soll es da wohl geben. Ich bin gespannt. Und eine Sache auch, die soll richtig Katastrophe sein. Kuss geht nochmal raus an den guten Wing Dodo. So, jetzt werde ich nochmal einmal Hallo sagen. Schönen guten Tag. Ich habe hier einen Zettel geschrieben. Und zwar wollte ich einmal Chili Cheese Nuggets haben. Dann nehme ich einen von diesen neuen Burgern, kann ich den auch gut mit der Cheese Soße. Schmeckt das gut bestimmt, ne? Und dann wollte ich noch, gibt es so eine Cookie and Cream Apfeltasche? Oh nee, die wollte ich gar nicht. Dann nehme ich, glaube ich, nur den Rest, den ich bestellt habe. Vielen Dank für das. Ja, gebe ich vorne durch. Bis gleich. Tschüssi. Sehr nette Frau, ganz nette Frau. Leider gibt es diese Katastrophen, das war Cookies and Cream Apfeltasche, die gibt es nicht mehr. Da haben wir noch neuere Neuheiten. Jetzt ist mein Video neuer draußen, es gibt auch mal Neuheiten. Ihr seid die McDonald's-Profis. Gibt es diesen Bacon TS? Ist ganz neu, ne? Hallöchen, guten Tag. Wünsche ich auch, danke schön. Danke, danke. Darf man hier auch Trinkgeld geben oder dürfen Sie das nicht annehmen? Ja, oh, das ist ja nett. Sehr gerne, nicht dafür. Ich habe nie so eine nette Bedienung gehabt bei McDonald's, gerne. Schönen Tag, tschüss. So eine liebe Frau, ey. Zum Umarmen. Die hätte ich am liebsten umarmt. Hätte sie sehen sollen, Engel. Hier ist unser Kollege. Ich fahre jetzt hier beiseite und werde das snacken. Jetzt kicken wir uns das mal an hier. Ja, wir haben das, was wir wollen. Chili Cheese Nuggets und die Käsesoße auch hier. Wir fangen erstmal an mit den Chili Cheese Nuggets. Ich denke mal optisch. Wir kennen es alle. Einfach wie die Nuggets, wie man sie kennt. Also, die haben mir die normalen Nuggets gegeben. Fühlen sich gefühlt leicht cremiger an, aber ich glaube, das ist ein Irrtum jetzt. Illusion. Nein, 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 wir haben den Fehler gemacht. McDonald's, ey. Einmal bestelle ich bei euch. Nehmen wir erst jetzt den Burger. Also optisch, so mit dem Käse halt. Üblich das Ding, wenn man irgendwo, sag ich mal, im richtigen Burgerladen Burger bestellt, wo man sagt, oh Leute, hättet ihr euch mehr Mühe geben können, wenigstens den Käse schmelzen. Weiß nicht, ob das so soll. Kann ich euch nicht sagen. Schon wieder so scheiße, ey. Jetzt muss ich die, ich leg die trotzdem drauf, weil ich brauche den originalen Taste. Aber das ist so beschissen, ey, dass mir sowas passiert. Mann, ey, mir fällt hier alles runter. Sowas ist scheiße. Ich sehe schon den ganzen Dreck daran und ich muss sie trotzdem reinlegen. Natürlich räume ich das gleich weg, ne? Ich lasse das da nicht liegen. Nicht, dass ich denke, oh, mein Auto ist voller Scheiße jetzt. Habe ich hier auch die Kacke dran. Ich drehe am Rad. Ich snack da jetzt erstmal einmal rein schnell. Direkt zwei geile Punkte, die aber komplett versaut werden durch einen Punkt, der so eine Tragweite hat, dass du sofort merkst, es ist einfach McDonald's Burger. So Augen zu, beißt du rein, weißt du, das kann nicht vom guten Burgerladen sein. Geile Soße, so Kräuter, Remoulade-Style, schön knackiges Crispy Chicken. Aber das Bun, was haben die mit dem Bun gemacht? Das ist so trocken und so, keine Ahnung, als hätte er schon wieder 5 Tage gelegen. McDonald's hat einfach geile Gurken. Das haben sie. So würzig, so im Nachklang, so hart, das ist dieses Kindheitsfeeling. Immer wieder geil. Ich muss es sagen, egal was im Video passiert, auch wenn ich jetzt die Burger schlecht rede oder sonst was schlecht rede oder vielleicht auch gut, ich weiß noch nicht, was passiert. Kann alle verstehen, die bei McDonald's essen. Ich kann das verstehen. Ob es jetzt von der Schnelligkeit ist, vom Feeling. McDonald's, Burger King, die haben ein Feeling für sich. Aber sprechen wir jetzt mal von dem Burger. Es ist einfach kein guter Burger. Also bei weitem nicht.
haben die hier Senf drauf, den Bacon hier. Da ist er. Einfach todestrocken, der Burger. Auch das Chicken todestrocken. Die Käsesoße sieht dann folgendermaßen aus. Nein, bitte! Mann, ey, ich dreh hier am Rad jetzt! Jetzt habe ich alle Servietten verbraucht, um meine Schandtaten hier wieder gut zu machen, Mann. Also die jetzt direkt auf den Burger rauf. Gucken wir mal, ob das fetzt. Wer mich kennt, weiß, ich bin absolut kein Fan von Käsesoßen. Ich habe aber eben meine Soße abgesteckt von der Hand. Die war schon geschmeidig, ey. Die hatte schon was. Vielleicht bringt das die Saftigkeit hier nochmal mit. Das werde ich niemals privat machen. Alles. Für die Wissenschaft. Hat so ein bisschen diesen Nacho-Käse-Feeling. Aber das ist ja meistens so ein Chili-Käsesoße. Diese Note natürlich raus von diesen Nachos. Käse, flüssige Käse, Nacho-Soße. Geschmeidig, milder Käse. Also Käsefans werden das mögen. Und man muss eingestehen, die Soße ist wirklich nicht verkehrt. Wenn man da jetzt nochmal so reindippt. Bacon kommt noch rein. Vernünftiger Standard-Bacon vom Geschmack her. Kurz trocken auch, aber Standard. Guck schnell, ob wir noch die Nuggets kriegen. Dann geht's zu Burger King. Da gibt's einiges Neues. Natürlich kriegt ihr auch noch Bewertung gleich nach diesem Spot von mir. Ich glaube, ihr habt mir normale Nuggets gemacht. Ich wollte diese Chili Cheese Nuggets haben. Ja? Cool, dankeschön. Gibt neue. Nee, dankeschön. Das geht so. Vielen Dank, ja. Hättest du jetzt aufs Haus gegeben, das Trinken? Ja. Ach, hätten die aufs Haus gegeben, ehrlich? Ehrlich, aber nur weil ich Kamera hier dabei habe, ne? Gibt es immer dann? Also nicht immer, aber da sie ja schon vorher da waren und jetzt auf die falschen wieder zurückgebracht habe. Okay. Nee, danke, danke. Ich trinke mal nichts zum Essen. Aber das ist trotzdem lieb, finde ich gut. Ich muss sagen, ich fühle mich echt schon schlecht, wenn ich so einmal McDonald's esse. Ich habe ja früher sehr viel McDonald's gegessen, aber schon Ewigkeiten dann nicht mehr. Ich fühle mich von einmal schon irgendwie, also so schlechtes Gewissen. Eigentlich schwachsinnig, so viel Fastfood, wie ich auch esse. Aber wenn ich mir dann vorstelle, so ein Evanio oder so ein Franklin, die machen einfach eine Woche oder einen Monat McDonald's. Oh, Jungs, ey. Machen wir noch mal einmal schnell den Test hier. So sehen die jetzt aus hier. Die sehen doch schon mal anders aus. Entspannte Schärfe. Aber Haar. Haar, genau das, was du erwartest, wenn du Chili Cheese Nuggets kriegst. Cremig von innen, knusprige Panade, ganz neutral betrachtet. Absolut nichts Besonderes. Aber für so ein TK-Ding, denke ich, gut umgesetzt. Ab zur Bewertung. Spot 1, dann geht's zu Burger King. Guck mal nochmal auf die Preise. Der Crispy 6,49. Boah, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Dafür gibt's richtig geile Burger teilweise, Mann. So ein geiler Smashburger bei Goldies. Glaub nicht, dass der mehr als 6,99 kostet oder so. Das ist ein saftiges Ding mit Weiderind. Cheese Nuggets 3,99. Also ihr wisst, ich lasse Preis nie bei meinen Geschmacksbewertungen einbewerten. Aber wird man das mit einbewerten, dann könnte man es noch mehr knicken. Fangen wir mal den guten an. Wenn man nur die Cheese Soße bewerten würde, wäre das bestimmt um die 8 von 10. Es war wirklich eine vernünftige Cheese Soße. Nicht zu übertrieben, nicht zu künstlich. Super. Der Burger war aber echt nichts. Also der war nichts. Aber ich sag immer, McDonald's, Burger King haben für mich so einen ungreifbaren Zauber, wo du irgendwie nicht weißt, warum schmeckt das jetzt irgendwie trotzdem. Und ich würde trotzdem noch eine 5 von 10 geben, weil es irgendwie noch, boah, na, kannst du eigentlich nicht machen, ey. Und mein Herz sagt trotzdem 5 von 10, weil irgendwie ging es trotzdem klar. Sagen wir mit der Cheese Soße eine 5 von 10. Das war ein gutes Upgrade. Die Nuggets, das ist eine 7 von 10. Ist wieder die Frage, bewertest du auf TK-Ebene oder allgemein, wenn du immer Fastfood isst und auch mal frische, geile Nuggets selbst paniert. Und ich bewerte auf allgemein, weil es gibt so geile Sachen und ich kann jedem von euch raten, geht nicht zu McDonald's, sondern geht zum wenn einen geilen Fastfood-Restaurant, weil es so geile Scheiße gibt. Und da ist das trotzdem lecker, haben sie gut gemacht. Dafür finde ich eine 7 von 10 kann man da trotzdem noch geben. Jetzt gehen wir zu Burger King. Auf Fastfood-Basis bin ich zu scheiße faul, um auszusteigen. Und das ist der Patty mit Melt, den wir uns geben. Ich finde, ich habe den so oft auf dem Plakat gesehen und ich wollte ihn tatsächlich testen schon, bevor ich das Video von Wing Dodo jetzt mal ganz gesehen habe. Und der hatte das auch schon da drin getestet. Heiß gegrillte Sandwiches. Also der sieht mal geil aus. Ne? Muss man sagen. Mal gucken. Ich habe auch nicht geguckt, was Wing Dodo zu dem sagt, mehr extra. Erstmal zu Burger King. Guter alter bester Freund. Wenn man diese Plakate sieht, also ich sage euch ehrlich, da denkt man, man kriegt den Burger seines Lebens. King's Whiskey Barbecue.
Das sind, glaube ich, wo ich mal gemacht habe, ich teste die Premium-Burger-Videos, wo ihr sagt, das sind die Premium. Und ich habe, glaube ich, irgendwas Falsches getestet. Also wenn ihr wollt, teste ich die nochmal. Wenn ich jetzt nicht einen davon teste, weil der bei Dodos Liste draufsteht, was er getestet hat. Aber sonst teste ich die auch mal. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es rein. Diesmal richtiges. Ich teste die Premium-Collection von Burger King oder so. Kann man auch mal machen. Die sehen schon krank aus. Boah, scheiße, ey. Nicht, dass das wieder so ein Felgen-F***er ist. Oh. Wie soll der normale Mensch durchkommen? Chicken Wings sollen auch neu sein bei Burger King. Hätte ich schwören können, die habe ich irgendwann mal schon mal gegessen. Vor 10 Jahren oder so. Und dieser 10-Euro-Burger oder was das kostet. Gouda Lava. Oh, 9 Euro. Sogar irgendwas mit 13 Euro sehe ich da. Ist doch nicht normal, oder? Wahrscheinlich im Menü. Also unnormal, Leute. Wie gut soll der schmecken für den Preis? Also kann nicht sein. Hallöchen. Einmal Chicken Wings und dann wollte ich gerne einmal die Potato Dippers mit Sour Cream und dann nehme ich noch dazu einmal den Gouda Cheese Lover Double für 9,99. Okay, danke auch, bis gleich. So nett. 100% deutsche Fleischpatty steht da. Soll ich noch reinschreiben, aus gequälter Haltung. So lustig ist es gar nicht. Super, danke dir. Mir gefällt das hier, sie hat mich mein Lieber genannt. 6,29. Die Flame Wings, Country Potatoes 4,19, Gouda Lava 9,99, das ist bitter. Aber 6,29 für die Wings, 6 Stück. Immer noch günstiger als bei Loco Chicken. Außerdem die Preise angepasst, weiß ich nicht. Bei Burger habe ich letztens Fehler gemacht, muss ich nochmal sagen. Da habe ich Menüpreis außerdem eingeblendet. Den Burger haben die Preise sich vernünftig gemacht. Wir sehen uns, wenn das Essen wieder da ist. Geruch, das muss ich jetzt mal sagen. Ganz anders, aber gut, ich bin jetzt im Auto, ne? Da ist das Feeling anders. Das darf man nicht vergessen. Aber so der Geruch jetzt im Auto, riecht die Wings, irgendwie diese knusprige Panade. Gefühl noch so eine Würznote, also geruchstechnisch echt on point. Hat man Bock zu essen jetzt? Ich halte hier an. Da vorne parke, ja. Da vorne ist ein guter Parkplatz. Nicht, dass mir ein LKW-Fahrer wieder aus dem Maul hauen will gleich. Die Tüte ist auch schwer. Als hätten die da einen Stein reingelegt. Also vom Gewicht her würde Holle mit jetzt Gewichtskontrolle kommen für den Burger, wird er gut abschneiden. Aber das sowas von. Aber eins kann ich sagen, das sind glaube ich nicht die Dinger, die der gute Dodo hatte. Ich hoffe, der Effekt hat geklappt. Mir ist meine Tüte kann nicht runterfliegen, weil der Burger ein Kilo wiegt. Die sind nicht so fresh. Was ich immer furchtbar finde, wenn die Kartoffeln von innen ungebacken rüberkommen. Das hätten die nicht ganz durchgebacken. Geschmeidig gewürzt, schön vom Salz geheilt, aber gefühlt nicht perfekt durchgebacken von innen. Hätten noch einen Moment länger gebraucht. Die Wings mal eben. Kurs geht übrigens auch raus an alle Supporter, die über Holle 10 bei ZEC Plus bestellen. Die besten Supplements made in Germany immer noch bei ZEC Plus. Guckt gerne rum, Link in der Videobeschreibung. Verrücktes Erlebnis, habe ich gar nicht mitgerechnet. Erster Biss, ich beiß rein. Denkst du, haben die ein Hähnchen entwickelt, das komplett geschmacksneutral ist? Weder Gewürze, gar nichts. Irgendwie so, du wartest, es kommt nicht. Als ich von der anderen Seite reingebissen habe, dann. Übelst geile Würze, richtig durchdringend. Auch knusprig von außen. Weiß nicht, ob die nachwürzen. Die eine Seite gefällt mir nicht. Man muss es sagen, diese Würze, die sie drauf haben, wenn sie dann kommt, ist der Inbegriff von einer geilen Wings-Würzung. Die perfekte Würzung, wirklich, also stark. Aber irgendwie ist sie nur punktuell. Dann ist sie wieder nicht da. Deine Fresse ist betäubt sogar. Weiß nicht, ob sie Geschmacksverstärker sind, aber die Würze kommt nicht durch. Sehr gut in der Umsetzung, wirklich. Panade, Saftigkeit von innen, starkes Ding. Aber die Würzung kommt immer nur teilweise. Jetzt der Burger, sehr gut. Jetzt fällt nämlich gerade die Sonne weg. Dann kann man das auch richtig sehen. Da bin ich ganz gespannt. Boah, wie der sich von unten anfühlt, schon so richtig brotig. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Mit einem Käsebrötchen sogar oben. Wild, wild, wild. Jetzt muss jeder für sich entscheiden, ob er findet, dass der geil aussieht. Hier ist noch so ein Käse-Patty drauf. Extra Gurken, Tomate. Also das hier, finde ich, sieht unsexy aus. Also sieht sehr unsexy aus. So richtig lieblos wie eine Frikadelle, die einen Tag lag oder keine Ahnung, rumlag im Fett. Und jetzt aus dem Fett rausgezogen wird, wo das Fett schon so weiß in der Pfanne wird. So sieht das Patty aus. Die Frage, wie unsexy kann ein Burger aussehen? Burger King. Ja. Fleisch, typisches Hack-Feeling. Was man manchmal macht, wenn man das Hack bzw. das Patty
irgendwie ungünstig brät und es keinen Geschmack hat, irgendwie gefühlt auch nicht die richtige Konsistenz, du einfach nur diesen Fleischgeschmack, diesen Fleischknäuel im Mund hast. Also wirklich absolut nicht gut. Dieses Käse-Patty, ganz typisch, charakteristisch, so wie man es kennt. Gibt auch im TK-Bereich, im Supermarkt, diese nicht Käse-Nuggets. Irgendwas habe ich da mal gekauft, schmeckt haargenau gleich. Camembert, wie diese fertig Camembert. Der hat absolut kein Hand und Fuß. Ich weiß nicht, wie man so einen Burger entwerfen kann. Camembert, okay, schön und gut, geiles Feeling zwischendrin. Aber dieses Fleisch, einfach nur pures, ungewürztes, nicht richtig abgestimmtes, falsch gewolftes Fleisch. Also, das hat nichts mit dem Burger zu tun. Also das Burger King hat wirklich nichts mit dem Burger zu tun. Das McDonald's-Feeling, okay, vor allem bei dem Burger, das fühle ich, kann ich verstehen. Aber das hier ist für mich ein Rätsel. Ein Rätsel. Oh. Da fehlt alles. Ich checke es nicht. Stellt euch doch mal die Produktentwickler vor. Das ist es, Eier. Wenn ich mir die vorstelle, wie sie sich feiern, wie sie diesen Burger entwickelt haben. Kündigung, Gefängnisstrafe. Sofort ins Gefängnis. Was ist da los? Willst du den Laden an die Wand fahren? Ja, ich will ihn an die Wand fahren. Ich weiß nicht, ob die irgendwas vergessen haben, aber 9,99? Betrug. Ich hole mir jetzt noch mal den einen Burger da. Den habe ich vergessen. Diesen Chili, Hot Chili oder so. Richtig heißen. Was rede ich da richtig heißen? Richtig scharfen Chili. Wirklich, also bis zum Käse bin ich gar nicht durchgedrungen, bis zum Käse-Patty. Schmeckt gar nichts, das ist Show. Schmeckst du nichts vom Käse, also grobe Enttäuschung. Na, wartet mal ab auf die Bewertung, ey. Das ist einer der schlechtesten Burger meines Lebens, wenn nicht sogar der schlechteste Burger meines Lebens. Da müsste ich in den Antakten meiner Videos gucken, ob es da einen schlechteren gibt. Ich glaube nicht. Einmal noch die Sour Cream Sauce. Ich weiß genau, ihr hättet mich geknechtet in den Kommentaren. Von Kühne, okay. Todessüß, bissig, süß-sauer. Kann man auch machen. Gehen wir mal zu Burger King nochmal rein. Was ist das für eine Enttäuschung gewesen? 9,99. Ich habe noch nie so schlechtes Geld investiert in einen Burger. Also wirklich, gerade bei dem Namen, bei den Mitteln, bei den finanziellen Mitteln. Leute, ey, was ist da los, ey? Das ist so, als wenn auf einmal der von Tesla. Wie heißt nochmal dieser Kerl von Tesla, der Tesla gegründet hat? Mir fällt gerade nicht ein. Elon Musk, dankeschön. Das ist so, als würde er auf einmal einen Ford Fiesta rausbringen. Du denkst dir, was hast du für Mittel? Bringst einen Ford Fiesta, so ein Ding ist das. Wild, die haben aber nichts in der Auslage. Also die machen alles frisch anscheinend. Finde ich überraschend. Ah, hier ist auch nichts los. Den wollen wir noch eben schnell testen. Also hier ist irgendwie besseres Licht. Ich mach mal eben hier direkt aus der Hand heraus. Ich weiß, was Wingdodo meint bei seinem Video. Ich würde es gar nicht mehr Essig nennen, aber ja doch, du hast so einen leichten Essigansatz. Ich habe erst kurz daran gedacht, es gibt ja diese Buffalo Wings. Da gibt es irgendwie so ein Original. Ich weiß nicht, ob es Louisiana auch ist. Und die sind so richtig essiglastig, so wie diese Essigchips, die es auch gibt. Irgendwie am Anfang denkt man, oh bam, jetzt kommt genau dieses Feeling. Kommt aber nicht und du hast einfach so eine bissige Schärfe. Gefühlt, wenn du diese Schärfe hast, die deine Fresse richtig betäubt, aber es schmerzt nicht. Diese typischen eingelegten Jalapenos, da sieht man sie in der Ecke. Der ganz typische Geschmack, den du auch in der Auslage hast, sei es bei Subway oder sonst wo. Die schmecken alle gleich. Da hat sich der Geschmack sogar vernünftig mit der Schärfe von diesen Chilis kombiniert. Aber gar nicht so schlecht, der Geschmack. Dick Eisbergsalat, schon sehr essiglastig, ich weiß, was Dodo meint. Die greifen die Geschmäcker auf, die man kennt. Ob es bei der Käsesoße ist, bei McDonald's, der typische Käsegeschmack. Hier, das war so eine ganz typische Schärfe. Konnte leider gerade nicht greifen, wo ich die schon oft gegessen habe, hätte ich euch gern gesagt. Aber diese Schärfe, der typische Chili-Geschmack, detailgetreu, wie man ihn kennt. Werden wahrscheinlich auch Aromen mit im Spiel sein oder so. Hat auch wirklich eine gewisse Schärfe. Bewertung im Auto. Kurz und knackig, die Potatoes ohne viel Nachdenken, 5 von 10, scheiß drauf. Verschwenden wir jetzt nicht lange Nachdenkenzeit, ging noch klar. Die Wings, 7,5 ist schon drin, damit punktuell war halt der Geschmack weg, keine Ahnung warum, aber wenn der geile Geschmack kam, waren die Welt. Ah, jetzt die zwei Burger, meine Sorgenkinder, Leute. Also es gibt wirklich da ganz klare Meinung. Dieser Chicken, wenn ein dieser Geschmack nicht liegt, klar, dann feiert man den nicht. Aber rein neutral betrachtet war das noch ein tragbarer Burger, wo du eine 4,5 geben kannst. Safe. Safe, aber der andere Burger, es war einfach ein schlechter Burger. Ob man den Geschmack jetzt feiert oder nicht, aber dieses Hack, wie es gewolft war, wie sich der Burger präsentiert hat, mit diesem puren, ungewürzten, schlechten Fleisch, also wirklich kompromisslos, ein katastrophaler Burger. Und im Burger-Ranking wird das mit Sicherheit die schlechteste Bewertung meines Lebens haben. Da ziehe ich jeden Mikrowellenburger, jeden Burger, den ich jemals gegessen habe, ziehe ich diesen Burger vor. Also wenn du da eine 1,5 gibst, hast du einen guten Tag gehabt. Ich weiß nicht, was man schlechter machen soll, also irgendwie schlechter geht immer, aber geben wir einfach mal eine 1,5. Gouda Lover, wer hat den entwickelt, Leute, ey? Was ist mit euch los?
1,6. Ich gebe eine 1,6. Jetzt zu Subway. Für alle von euch, die 2x10 Euro sparen wollen und gerne Essen bestellen, tut es gerne bei der Uber Eats App für neue Kunden ab 20 Euro Mindestbestellwert. 2x10 Euro Rabatt auf meinen Nacken mit Code Holle. Weiter geht's im Video. Oh, das ist eine alte Tankstelle hier, wie man sieht. Aber hier geht's los zu Subway. Hier gibt's dann den Kollegen. Neu, Patty Melt, heiß gegrillte Sandwiches. Da gibt es verschiedene Sorten dann auch, seht ihr da oben. Da ist der Kollege. Kommt mal rein, ich mache jetzt direkt so. So linst uns der Kollege entgegen. Wenn ihr da reinguckt, erwartet euch das hier. So, und jetzt kann man das hier, glaube ich, aufmachen. Ne? So, scheiß drauf. Wow, fühlt sich geil an, schön weich, irgendwie typisch geiles Sandwich-Feeling. Schönes, scharfes Käsefeeling. Geiler Käse auch gefühlt. Stimmt, sie hatte so eine Chili-Mayo da drauf oder so. Gefühlt fruchtige Schärfe, karamellisierte Zwiebeln, knacken beim Biss. Muss sagen, für ein Sandwich ist es wirklich nicht verkehrt. Kommt dieser typische Käse, Soßen-Käse-Nacho-Feeling, den ich nicht so geil finde, aber neutral betrachtet ist es in Ordnung. Viele lieben das. Gegrilltes Paprika-Feeling. Schmeckt frisch, schmeckt gut an sich. Schöne süße Paprika gegrillt. Ganz typischer Charakter. Schön würzigen, durchdringenden Biss gerade gehabt. Und karamellisierten Zwiebeln supporten das irgendwie so ein bisschen im Hintergrund. Das ist irgendwie diese liebliche Süße davon. Ist nicht schlecht, das Ding. Verändert nicht die Welt. Also guck dir das Fleisch an zum Beispiel. Da sieht man es mal ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach lieblos, das ist nichts. Aber das Ganze hat kein Fleisch geschmeckt. Das schmeckt wirklich widerlich. Also so nach gar nichts und deshalb widerlich, wisst ihr? So leicht knorbelig. Möchte nicht wissen, was es ist, ehrlich nicht. Da vergeht einem wieder der Appetit ein bisschen. Letzter Biss wieder ein bisschen geschmacksneutral. Also was ihr nicht machen dürft, ist dieses Fleisch probieren. Bis dahin ging es wunderbar durch. Aber das macht man halt immer. Guck ein Stück Fleisch raus, mach ja nicht nur ich, kann man mal probieren. Hol dich direkt wieder auf eine 6 von 10 zurück. Aber es ist trotzdem ein stabiles Ding so. Vom Ding vorher, aber probiert nicht das Fleisch. Probiert unbedingt nicht das Fleisch. Kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt, denkt dran, mir dann auch noch mal zu sagen, ob ich noch mal die King Selection bei Burger King probieren soll. Oh, so wie die mich vorhin kaputt gemacht haben, ist das keine gute Idee. Würde ich sonst noch mal ein Video machen, wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe mit diesem Premium-Sortiment. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ja, schreibt es mir rein in die Kommentare. Eure Meinung auch zu den Sachen. Es sind Dinge, die viele von euch getestet haben. Jetzt seid ihr mal gefragt und sagt, was ihr davon haltet. Und nicht wieder irgendein Burger oder Döner, den sowieso nur die Leute in der Region gegessen haben. Gerne auch die Mühe machen, einmal kurz runtergehen, den Daumen nach oben drücken und den direkten Support an den Start bringen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.